Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pineview Drive Tag 21? 22. 22. Alles klar, ne? Nur so zum Verständnis. Es ist jetzt zappenduster draußen. Ja. Ich habe jetzt auch in der Wohnung alle Lichter ausgemacht. Ist ein Arschloch. Gardinen zugezogen. Und ja. Hoffen wir auf das Beste. Ich freue mich drauf. Ja, Und wie? ich mich auch. Ja, ne? Also, kein Schlüssel. Nee, nicht. Super. Also sie will weg. Das, die letzte Nachricht heißt, sie will weg, oder? Mit dem Auto. Aber das Auto war defekt, darum Sie. mussten sie noch eine Nacht warten. Ja. Also ich würde mal zum Auto laufen. Bringt nichts. Bringt nichts. Glaube ich nie. Ja, vor allem muss man auch zu Vogelscheuche laufen. Ich glaube es nicht. Also ich kann zwar mal runtergehen, aber ich glaube es nicht. Ach so, und ich sah es jetzt gleich vorher. Hör auf mit der Hantel. Ja? Weil so wie wir jetzt hier im Prinzip die Einstellung haben, finster und schön gemütlich. Alter, das ist brutal. Diese LED-Lampen am Headset, die brennen mir voll ins Auge, voll ins Gesicht. Die blenden voll. Ja, hättest du mal die. Ich setz nächstes Mal eine Sonnenbrille auf. Was denn? Hättest du mal die Teile. Das war ich. Willst du mich verarschen? Was denn? Was denn? Was nimmst? Vogelscheuche? Wer raschelt denn hier in den Büschen? Was jetzt? Was denn? Da geh mal nach vorne. Ich dachte eben wirklich, da musst du das Auto. Ja, ne, irgendwas ist jetzt passiert, aber ich weiß nicht was. Schau mal ins Auto rein. Nicht. Rücksitz, nicht. Kofferraum, nicht. Ja. Gut, ich gehe wieder rein. Es war schön hier draußen. Ja, aber ja, es hat geraschelt. Es hat irgendwas geheult. Und dann hat es kurz aufgeblitzt und that's it, oder was? War das jetzt der Schockmoment für diese Ja, Folge? das glaube ich weniger. Also ich krieg den blöden Kürbiskopf ab, krieg die Alte da ab. Und du kriegst den blöden Köter da ab. Also ich hatte die Alte hinter der Türe, das hat gelangt. Ich hatte noch die Alte im Kühlschrank, also steht 4 zu Da 1, ist war eigentlich. nichts im Kühlschrank, das war einfach nur ein bisschen Gammelfleisch, Mann. Ah, machen wir da schon einmal. Hast du wieder 2 Batterien oder so? Geh gleich wieder raus. Ja, jetzt, was sagt er dir? Musst du wieder auf Hinweise warten? Ja. I'm waiting. Diese blöde Schatten. I'm waiting for. Ich glaube, es geht an Anzahl der Schrittzahlen, die du machst, bis der Hinweis kommt. Das geht nie noch Schrittzahlen. Mein Finger klebt auf W. Der klebt. Er klebt, ja. Wieso klebt er? Ich weiß es nie, weil mein Finger wahrscheinlich noch klebt. Jetzt bin ich festgepappt. Ich Wieso muss. klebt er denn? Was du Ich weiß es doch nie. wieder irgendwo, wo du nicht sein solltest, mit deinen Wahrscheinlich Dingen. vom Essen jetzt. Ja. Hat eine leckere Pizza. Weißt du?
Hat er dir noch keinen Hinweis gegeben? Nein. Alte Schabracke. Wohin denn? Da, wo wir vorhin waren, da ist eh nichts. Ach, das war ja hier dieses komische Zimmer. Was ich nicht so geil fand. Ach so, und übrigens, ich hatte ja auch noch das Bild gehabt, ne? Ja, okay, sag mal wir zwei. Was hatte ich noch? Nicht, also ich bin... Bisschen Rückstand, ja? Nee, das hat nichts mit dem Rückstand zu tun. Ich wurde einfach ein bisschen verschont. Und zwar, weil ich habe mich ja vorher... Jetzt nimmt doch mal die Finger da weg. Ich habe mich ja vorher mit den Entwicklern unterhalten und die haben mir gesagt, welche Tage sind schlimm, welche Tage sind nicht so schlimm. Und dann habe ich dann gesagt, gut, die Tage mache ich und dann muss ich zusehen, dass Rosini dann die schlimmen Tage macht. Ja. Okay, ich hatte noch den Spiegel, das heißt 5-2. Den Spiegel hatte ich noch. Das heißt 5-2. Nein, also es war jetzt ein Scherz. Ich will mich ja auch nicht selber spoilern. Ich habe schon zwei, dreimal den Versuch gestartet und wurde von beiden abrupt unterbrochen. Was hast du gestartet? Den Versuch zu spoilern. Ja, weil ich finde es einfach irgendwo daneben. Du nimmst ja selber dann... Also du weißt ja nie genau, wann kommt jetzt der Schreckmoment. Mhm. Das ist schon klar. Aber du weißt ja ungefähr, wo es passieren kann. Ich habe das Gefühl, ich muss noch mal zurück ins Fernsehzimmer. Oh. Fernsehzimmer! Fernsehzimmer! Ja. Wobei, das wäre unten, oder? Hm. Das Fernsehzimmer. Hörst du mal auf mit der Flasche, bitte? Scheiße. Was scheiße? Ich dachte, du schlägst wieder. Ach. Dich treibt wieder in die Paranoia. Ach. Ja. Ach ja. Ich hab Nerven als Drahtseile. Die sind zum Zerreißen gespannt. Wir hätten jetzt eigentlich meine Tastatur nehmen können und auf den großen Bildschirm hätten wir uns zurücklehnen können. Das ist schön. Das machen wir in der nächsten Folge, weil du brauchst ja die Maus nicht unbedingt, oder? Doch. Doch, die Maus brauchst du scheiße. Ja, gut. Ja, wir tun uns für die nächste Folge mal auch ein bisschen bequem machen. Ja, du hast ja bloß wieder Angst, dass du dich wieder hinter mir verstecken musst, ne? Hallo? Schläft's? Alles gut bei dir? Zeig dir dich doch. Ist ja das Fernsehzimmer. Nee, das war jetzt hier nur einfach Schatten halt. So. Freiheitsstatue. Ah, nee. Warte. Ich glaube, ich hätte ins Erdgeschoss gewusst. Ach ja. Ja, ist schon klar. Auf hier rum zu das macht, das bin ich gar nicht. Ich rede mit dem Spiel. Aha. Hallo. Ist gut? Das haben wir es jetzt wieder? Das ist ja. Kerze geht an, ohne dass ich was. Ja, ist romantisch. Die will dich verführen. Dazu tun. Die will dich verführen. Ja. Stehst du, mich in Ruhe lassen wäre mir lieber. Nee, das ist die Fernbedienung. Das mach mal Fernseher an. Das ist hier schon wieder.
Ja, nee, ne? Ist klar. Was denn? Jetzt sind wieder die Schritte. Was hat jetzt hier geklickt? Achso, das war meine Taschenlampe, die ausgegangen ist. Steht denn da am Fernseher drin? Weiß ich nie. Spiegeln sich die Fenster oder so. Schalt mal Fernseher ein. Ich will eigentlich nie. Immer Horror mit your mother schauen. Doch, muss jetzt. Also geht nie. Mach nochmal. Geht nie. Manuel? So, gut, ich mache jetzt Kerzen aus. Und? Rennen sie wieder. Nee. Geh mal raus. Ich soll mich im Fernsehzimmer umschauen. Ja, mach ich doch. Es gibt nichts. Nicht. Kein Hinweis. Nicht. Geh mal raus. Bis auf die Tatsache, dass das hier so die Kerzen angegangen sind. Ich wollte romantische Stimmung machen. Die soll verschwinden. Ich will meine Ferien hier in Ruhe genießen. Alter, der Clown. Was hockt jetzt der wieder da? Ja, er wollte mal Häuser. Hallo. Jetzt mal wieder rein. Ja, ich warte aber noch auf meine Taschenlampe. So. Jetzt? Das war das Fernsehzimmer. Und jetzt? Mach mal Kerzen wieder an. Und jetzt? Nicht. Nichts, gar nichts. So eine Scheiße. Was für ein toller Hinweis. Ja, wirklich. Extrem. Gehen wir da wieder raus auf der anderen Seite. Wo ist da? Ist ein Schlüssel oder ist ein. Aber ich kenne ja auch kein anderes Fernsehzimmer, ne? Aha! Aha! Was denn? Ne, jetzt haben wir es doch. Ist da. Ah, jetzt legt sie Spuren, diese alte blöde Schabracke. Jetzt legt sie Spuren. Jetzt muss ich klappen. Das ist ein Schlafzimmer. Und dann? Dann packst du deine Taschenlampe aus. Nennst du Schwert Nekrophil, oder was? Also wenn die tot ist, aber ihr Körper nicht da ist, dann ist es, glaube ich, nie Nekrophil. Und jetzt? Raus. Ach, nö. Doch. Da sind noch mehr Kerzen. Hast du gesehen? Nee, ich glaube, du musst da durch. Du musst da durch. Siehst du? Schade. Schatten, ja. Wohin? Wohin? Da. Ja, das ist ja. Jagst du dich durchs ganze Haus, oder wie? geht's da rauf, Mann? Hä? Ja, geh rauf. Wie, dass du rauf gehst. Sicher? Ja. Hast du das gesagt? Eben hab ich dir gesagt, rauf ins Schlafzimmer. Nee, ich wollte ja nie rein. Hallo? Ach, Schlüssel. Ach, wie toll. Ja, jetzt probieren wir gleich die Tür. Wie toll, ich bin so begeistert. Die andere Tür, nicht da reingehen. Ja, ja. Vielleicht ist es so hier. Nö. Aber kein Schreckmoment, kein Schreckmoment.
Ja, noch nie. Kann ich mich wieder in der nächsten Folge damit rumplanen? Halt, Gasch. Das kommt schon noch. Ich weiß es. Ich ahne es. Ich spüre es. Ich spüre die Anwesenheit von etwas Bösem. Ja, mir. Außer dir. Außer mir? Ja. Ganz schlimme Aura hier. Ja. Dann. Psst! Läuft schon wieder irgendjemand rum. Wo läuft jemand rum? Im Haus! Im Haus? Im Haus läuft jemand rum. Ich bin komisch, ich weiß. Verlieren wir die Tür da rechts? Nee. Lass uns mal langsam machen, mal an hier. Was willst du denn jetzt von mir? Siehst du da ein Schlafzimmer, die hätte ich da hingelockt. Leute, das ist schon wieder eine Kerze. Geh mal die Türen alle ausprobieren. Hab ich doch schon. Hast du doch schon. Wo passt dieser Kackschlüssel? Weiß ich noch nie. Wenn ich's wüsste, wäre ich schon längst dorthin gegangen. Einfach um eine Last von mir zu nehmen, verstehst du? Ja. So. So. Gehst du hier raus? Nee, hier gehst du nicht raus, das ist ein Durchgang. Finde ich nett von der Alten, dass die da... Kerzen hast du jetzt nochmal Kerze wieder angemacht, oder was? Nee. Finde ich dufte von dir, finde ich das. Das ist ein Durchgang, das ist schon der Durchgang. Den hat man ja schon, ne? Verschlossene Tür. Na, super. Ja! Was war denn das? Esszimmer. Und da liegt da hinten mal schon noch irgendwie. Batterien! Kannst du mir erst drei, aufnehmen? Yeah. Ja. Geil. Aber hast du gesehen? Alter! Was jetzt? Da war eine Hand. Wo ist eine Hand? Da war doch voll eine Hand. Da sehe ich Gespenster. Du siehst Gespenster, ja. Gespenster, genau. Diese Nacht haben wir beide kein Auge zubekommen. Die Geräusche hier im Haus wurden immer schlimmer. Schön. Super. Super. Und ich lieg super in der Zeit. Ja. Das freut mich natürlich ungemein. Tag 23. Also. Tag 23. Rosini, übernehmen Sie? Ja, ich mach das schon. Ich freue mich. Ich mich auch. Und übrigens, das Licht bleibt aus, ne? Nee. Doch. Nee. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao, ciao.